So, ich habe gerade wieder aus Hamburg eingecheckt. Die Rückfahrt war richtig, sagen wir mal, entspannt. Kann man es nicht unbedingt nennen, aber wobei, doch, ging eigentlich. Ich hatte so einen A6, der war relativ entspannt. Hab dann auch nur 6,5 oder 7 Stunden gebraucht. So lange fliegt man ungefähr nach Dubai auch. Das mache ich auch, und zwar morgen. Da bin ich unterwegs mit der Marissa zusammen. Fliegen wir morgen Abend über Nacht nach Dubai. Sie hat dann ein Shooting für Mari Studios, ihr Mode-Schmuck-Label. Das erste Auslandsshooting. Während Corona gar nicht so leicht zu organisieren, aber wird, glaube ich, ganz cool. Und abgesehen davon hoffe ich, dass es ein bisschen Wind gibt, weil ich noch ein bisschen Kitesurfen will dort. Ich habe dort absolut gar nichts zu tun, was im angeht. Vielleicht finde ich ja irgendwas Lustiges, was ich euch berichten kann. Aber sonst dreht sich alles eher um Dubai an sich, was mir richtig gut gefällt. Viele verstehen das nicht, aber irgendwie finde ich es cool da. Tuesday Wind, Thursday, Friday kann man kiten. Perfekt. Sunday weiß ich noch nicht. Aber Friday geht. Guck das an. Und heute. Aber heute bin ich nicht da. 30 Knoten, ey. Mega geil. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt noch 2 Tage hier. Muss unter anderem meinen PCR-Test machen, um dann erlaubt einreisen zu dürfen. Habe noch so die 1, 2, 3 anderen Sachen zu tun, um dann guten Gewissens das Büro zu verlassen und für eine Woche in Urlaub zu gehen. Und das mache ich jetzt auch. Ich packe gerade meinen Rucksack aus, weil ich regelmäßig, wenn ich an der Security bin am Flughafen, irgendwelche Sachen finde, die nicht so geil sind, um die mitzunehmen. Nagelschere zum Beispiel oder irgendwelche Messer oder irgendwie so ein Zeug halt, was die mir dann abnehmen, und das nervt total. Deswegen tue ich jetzt, bevor ich losfliege, einfach mal meinen Rucksack einmal komplett entleeren. Das ist das, was gerade passiert. Das hat noch einen zweiten guten Effekt. Der ganze Dreck fällt auch mal raus, weil da sammelt sich schon einiges über die Zeit. Ich will nämlich schon heute wegfliegen. Aufgrund unserer American Express-Karte hatten wir die ein oder andere Upgrade-Option zu einem sehr günstigen Preis. Due to Corona, glücklicherweise. Und ich bin total gespannt. Sie weiß es noch nicht, dass wir so luxuriös reisen heute. Bin mal gespannt, wie sie reagiert. Ich bin aber schon seit 2 Tagen richtig aufgeregt und freue mich drauf. Daher packe ich jetzt mein Zeug hier fertig. Hab noch ein paar Termine und so heute. Bekomme in eine Wohnung noch Türen geliefert nachher, um 9, mache mich dann mit ihr so gegen frühen Nachmittag auf den Weg nach Frankfurt, fahren dann im ICE hin und fliegen dann nach Dubai für eine Woche, wo sie auch ein Shooting hat für ihr Modelabel, Mari Studios. Ich freue mich schon, endlich mal wieder Urlaub seit schon eine Weile. Bin vorbereitet. Negativer Corona-Test ist auch am Start. Die 3 nehme ich mit. MetaHuman, weil ich hatte letztens einen Zoom-Call mit dem Typen. Deepak Chopra, richtig nicer Dude, chillt in Harvard und so. How I Built This hat mir ein guter Freund geschenkt, Grüße an Markus. Multipliers hat mir auch ein guter Kumpel erzählt, was ich mal lesen soll. Der Felix, der hat schon ein paar Sachen gegründet und ist krass erfolgreich. Da habe ich gedacht, das lese ich doch auch, damit ich auch krass erfolgreich werde. Also, diese Dinger hier sind das erste, was ich abmache, weil die kann man, also die nerven mich beim Lesen. Das ist der Deepak. Harte Farbe hat er sich ausgesucht. Fett lila. Naja, schauen wir mal. Er ist sehr renommiert. Mal schauen, was das Buch kann. Und nachdem jetzt Drive Now nicht delivered hat, habe ich telefonisch ein Taxi bestellt. So, wir haben es jetzt im Zug geschafft, fahren los Richtung Frankfurt. Marissa fühlt sich schon fast wie eine First-Class-Passagierin. Und so in 17, 18, 19, 3,5 Stunden oder so geht unser Flieger. Der wurde gerade noch mal ein paar Minuten vorverzogen. Keine Ahnung warum. Also vorverziehen finde ich für andere blöd, aber ja. Genau, so, ja. Weil die Marissa hat nämlich noch ein Shooting, während wir in Dubai sind. Mit 4 Models, einem Visagist, wie heißt es? Make-up-Artist. Make-up-Artist und einer Fotografin, logischerweise. Und sie macht auch ein paar Bilder von sich. Aber erst in der zweiten Location. Die erste Location ist Maske. Die erste Location ist am Strand. Kite Beach, schwierig für mich, emotionales Thema da zu sein und nicht kite zu surfen. Das zweite ist wo? Wüste. Nee, Stein. Nee, Steine. Felsig. Warte, sie hat mir jetzt mal, ich weiß nicht, ob sie sich drauf hat. Ich bin überhaupt auf Nadel. So, jetzt sind wir gleich am Check-in.
Mal sehen, wie sie das findet. Dass wir ein bisschen abgegradet haben. Sie weiß nichts. Richtig voll hier am Flughafen. Hoffentlich rempeln wir niemanden an. Außer Handy-Touristen ist niemand hier. Einfach niemand. Hier sehe ich jetzt so wenig, haben die sogar nicht mal das Licht an. Ich habe jetzt mal Champagner geballert. The pajamas to change on this one? Yes. Would you care for the last size or medium size? Probably medium. Was soll ich sagen? Das ist einfach geisteskrank hier. Sweet. Hat alles. Kleiner Schrank. Schrank. Tisch. Laden. Eine Minibar, diesen Bildschirm, irgendwelches witziges Zeug. Nochmal hier so ein Ding. Abartig. Thank you very much. Ich habe jetzt ein Pyjama gekriegt und ein paar Slipper. Richtig geil. Ah, geil. Übrigens, der kam gerade und hat sich entschuldigt, dass es nur Veuve Clicquot gibt vorm Start. In der Luft kann er dann auch Dom Perignon liefern. Nicht schlecht, gefällt mir. Also, ich habe hier mein Pyjama, meinen Slipper, das ziehe ich nachher erst an. Dann tue ich das mal in meinen Wandschrank rein. Geiles Kissen, muss man echt sagen. Jetzt richte ich mich hier kurz ein und dann geht's ab. Mal noch kurz schauen, was hier in dem Amenity-Kit drin ist. Geil. Ein Kamm. Ich kenne mich. DFT also. Thank you. Eine Sache muss ich doch noch kurz zeigen. Und zwar haben wir so ein kleines Büchchen hier sogar. Stift haben sie bei mir vergessen, bei der Marissa liegt da drin. Hier sind irgendwelche Sachen. Und so doch nur eine 4-Sterne-Bewertung für Emirates. Fast hat jeder so 5 Sterne geschafft, aber das kann halt nicht jeder. Abgefahren im Flugzeug ist auch, dass ich, also ich sitze am Fenster, ich kann rausschauen. Aber nicht im Suite. Aber das sind Bildschirme, die das einfach digital anzeigen. Mehr Druck als ein Triebwerk von dem Flugzeug. Jetzt habe ich gerade meinen Beinfreiheitstest gemacht. Dann kam sie leider mit dem Getränk. War ein bisschen peinlich, aber ich mache es jetzt nochmal. Jetzt kommt sie schon wieder. Ist die ganze Zeit da. Die kennt auch meinen Namen schon. Minibar. Nee, jetzt nicht. Jetzt starten wir erstmal. Also, ich habe jetzt gerade hier meinen ersten Gang bekommen, Messeteller. Ich bin schon echt gespannt, wie es schmeckt. Also sieht schon mal richtig lecker aus und es riecht auch unfassbar gut. Aber bevor ich hier anfange, muss ich noch kurz den richtigen Knopf drücken, weil hier gibt es so einen Knopf. Der fährt mich zum Tisch. Und wenn ich dann beim Tisch bin, kann ich richtig nice essen. Jedes Mal, wenn ich kurz weg bin und wieder zurückkomme, haben die einfach hier neu aufgetischt. Das ist einfach wie ein 5-Sterne-Restaurant. Naja, 5-Sterne-Restaurant. Wie ein Sterne-Restaurant, bloß halt im Flieger. Ist einfach schon abgefahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Hauptmenü schmeckt. Also das andere war schon echt krass. Dafür, dass wir in der Luft sind. Und ja, ich bin einfach gespannt. So, jetzt hat der Dude einfach mal hier das Essen gebracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach krass. Geil. Lecker? Verstehst du, wie das da funktioniert mit dem Film? Wo steckt man die Kopfhörer ein? Hier. Das ist schon mein drittes Glas. Schade. Mhm.
jetzt hier mein Frühstück bekommen, nachdem ich so 3 Stunden geschlafen habe. Oder versucht habe zu schlafen. So richtig viel habe ich nicht geschlafen, aber bin es irgendwie auch gar nicht mehr gewohnt zu fliegen. Haben noch 1 Stunde ungefähr vor, bevor wir landen. Davor will ich noch ein bisschen was für TikTok aufnehmen. Hoffe, dass wir noch ein bisschen Sonnenaufgang kriegen. Das finde ich immer richtig nice. Aber wir landen so um 5 Uhr irgendwas. Und in Dubai geht ja die Sonne ein bisschen später auf. Deswegen glaube ich, dass wir davon nicht so viel abkriegen. Aber jetzt tue ich erstmal hier meine Frosties weiter frühstücken. Ja. First Class Frosties. Schlafanzug nehme ich auf jeden Fall mit, der war geil, Alter. Der war richtig nice. Ich hatte außerdem noch nie einen Schlafanzug vor. Viel zu dunkel. So. Jetzt hier mit dem Buggy unterwegs. Fühlt sich ein bisschen falsch an. Ist trotzdem irgendwie witzig, aber fühlt sich falsch an. Ich glaube, wir hinken jetzt, wenn wir gleich weiterfahren. Erlaufen. Weil wir sind ungefähr die Jüngsten in dem Buggy. Und haben jetzt uns auch mit dem Buggy in allen PCR-Testleuten vorgedrängelt. Ja, irgendwie strange. Alles gut. Die Klimaanlage ist schon besser, gell? Oh ja. Lifesaver. Ich bin Alkohol drin. Habe ich gar keinen Bock.